Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Zuschauer. Austragungsort dieser Partie ist die Donbass Arena. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden diese Partie heute wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Schachtja Donetsk gegen Brügge. Kann losgehen, Wolf. Ich denke auch, das ist ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Da suchen Sie jetzt die Lücke. Und Sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Pedrinho. Ball kommt. Jetzt müssen Sie aufpassen. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? David Neres. Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist Ihnen auch gelungen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Adoy. Van Aken. Weiter dieser Angriff, da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Und jetzt ein Zweikampf. Jetzt könnte die Flanke kommen. Nee, der Ball ist weg, es gibt Abstoß. Und das Tor hier noch einmal in der Wiederholung. David Neres. Pedrinho. David Neres. Sagis Adamian. Van Aken. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Das war ein Foul, da muss er natürlich Freistoß geben. Sehr gut aufgepasst. Da muss er aufpassen. Die Gastgeber tun sich beim Ballbesitz schwer, aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Sagis Adamian. Andreas Koffholzen. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Da hätte mehr draus werden können, sah gut aus. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Hans Van Aken. Weiter diese Szene. Vielleicht der Ausgleich. Der Ball ist drin, der Treffer zählt. Ausgleich. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Mikola Matvienko. Pedrinho. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Jetzt können Sie flanken. Taras Stepanenko.
Gute Idee, versucht den Doppelpass. Vielleicht die Führung jetzt. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Schauen wir nochmal drauf. So ging das mit dem Ausgleich. Schön, wie er das hier macht. Super platziert. Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Er hat den Ausgleich gemacht, das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Wir gehen wieder rein in diese Begegnung. Zu Beginn dieses zweiten Durchgangs alles offen, es steht unentschieden. Pedrinho. Stepanenko. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Und dann doch der Ballverlust. Da müssen sie mehr draus machen. Sagis Adamian. Adoy. Mekele. Jetzt ist es gefährlich. Vielleicht die Gelegenheit zur Führung bei diesem Eckball. Sie werden hier wechseln. Eck in den Strafraum. Gibt Abstoß. Lang. Jetzt die Gelegenheit zur Flanke. Da ist die Balleroberung. Chance zur Führung. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Ecke kommt ins Zentrum. Tor! Er macht ihn mit dem Kopf! Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Dodo. Pedrinho. Stepanenko. Sehr gut aufgepasst. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Da kommt er raus und hält den Ball. Da haben sie jetzt Platz. Die Gelegenheit für die Flanke. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Chance zum Konter jetzt.
Pedrinho. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Macht er gut. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ruhiger Spielaufbau. Wo ist die Chance für den Pass? Ganz klar, der Ausgleich muss her. Aber dann doch der Fehler. Ballverlust. Lang. Da ist die Chance. Was für eine Parade. Und wenn der drin ist, Wolf, dann ist das Ding hier durch. Aber so bleibt spannend. Riesenszene. Was für ein Reflex. Sie nehmen den Wechsel vor. Ecke kommt. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Dodo. 6 Minuten haben wir hier noch. Vielleicht doch noch mal die Chance zum Ausgleich. Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Andreas Koffhosen. Lang. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Ismaili. Könnte den Konter geben. Sie können den Pass unterbinden. Schlusspfiff. Damit ist dieses Spiel also zu Ende. Die Gastgeber müssen sich mit einer Niederlage abfinden. Knappe Niederlage. Es hat nicht viel gefehlt. Es war aber am Ende leider nicht mehr drin. Und das wird sie ziemlich ärgern. Es waren Kleinigkeiten, die heute über Sieg oder Niederlage entschieden haben. Ein gutes Spiel von ihm heute. Kann man nicht anders sagen.